Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer gemütlichen Runde Kaku Ancient Seal mit mir, dem Reeps. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Wir werden schon von mächtigen Gegnern angegriffen hier. Wir sind im Paya-Vulkan. Und hier leuchtet der Questmarker auf, tatsächlich. Aber ich glaube, der ist schon einen Ticken weiter unten. Wir wollen heute den Vulkan weiter erkunden. Mal schauen, was hier noch alles auf uns zukommt. Es ist recht anspruchsvoll, also die Gegner sind mittlerweile ziemlich stark geworden. Oh, die sind verdammt stark. Wir rennen einfach mal durch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen hier drin. Oder ob wir erst noch mal in ein anderes Gebiet sollen. Oder ob das Spiel wirklich so anspruchsvoll ist. Ab diesem Zeitpunkt in diesen fortgeschrittenen Gebiete. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal, dass wir das Totem hier wegkriegen, falls wir wieder sterben. Dass wir hier auftauchen. An euch renne ich jetzt einfach vorbei. Das nächste Totem. Wo kommen wir denn hier lang? Springen mal hier nach oben, mal schauen, was uns hier erwartet. Noch weitere mächtige Gegner. Ah, die sind echt stark. Einmal ausweichen. Hier hinten geht's weiter. Ja. So. Wir versuchen uns hier an dem Rätsel. Ah, können wir nicht. Haben wir schon. Einmal kochen. Die stacheligen Rollen nehmen wir auch noch mit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Die Wirkung muss verbessert werden. Können wir hier was upgraden? Hallo? Dankeschön. Ja. Essenz der Gesundheit. Perfekt, Ausdauer leider nein. Dieser doppelte Escape nervt ein kleines bisschen. So, wir schauen mal. Schildverteidigung. Hält den Schild hoch, um Angriffe von vorne abzuwehren. Macht eigentlich auf jeden Fall auch Sinn. Wir sollten wirklich abwehren. Elite-Monster. Schwierig. Wir warten, wir sammeln noch weiter. Können wir die Waffe ein bisschen upgraden? Was haben wir? Fernkampf könnten wir. Leider nein. Wenn wir jetzt in die Karte reinschauen, hier hinten rum, bringt uns das weiter? Nicht wirklich. Sollen wir mal versuchen, hier hochzukommen? Ich glaube, ich komme hier auch nur an eine Stelle, wo uns nicht weiterbringt. Was haben wir hier?
Ein mächtiger Gegner. Also dieser Schildwurf ist auf jeden Fall Gold wert. Wir nehmen die Erze mit. Bekommen wir eigentlich mehr, wenn wir sie sammeln? Nee. Reicht leider nicht. Hier habe ich auch noch nichts rausgefunden, wie wir die einfach schneller besiegen könntet. Es dauert so ewig, auf den rumzukloppen. Ein Fragment der leeren Stele, immer gern gesehen. So, was haben wir jetzt hier? Wir können über den Gestaltswort drüber. Hier kommen wir durch. Eine Truhe. Nur Loot. Kommen wir hier weiter? Hier kommen wir auch dahin, wo wir schon waren. So langsam haben wir hier alles erkundet. Außer den Eingang. Den habe ich noch nicht gefunden. Also ich weiß oder ich denke zu wissen, wo er sich befindet. Aber ich weiß noch nicht, wie mir dorthin kommt. Überleben wir das? Oh, daneben gesprungen. Yay! So, wir gehen einmal in die Karte rein und ich würde mich gern an den Paya Vulkankrater teleportieren. Oder? Ja. Es muss hier doch einen Weg geben. Wir laufen jetzt hier mal zurück, wo wir hergekommen sind. Da unten habe ich auch noch nicht ruhig gesehen. Ja, wahrscheinlich oder ziemlich sicher hat es das jetzt alles gar nicht genommen, oder? Nicht sterbe bitte. Das wäre natürlich riesig ärgerlich. Schönes Wort. Wir schauen mal. Weiter nach oben. Ja, die Karte hat es mir schon aufgedeckt hier hinten. Also ich glaube schon, dass wir hier schon waren. Beziehungsweise, dass es das alles mitgenommen hat. Sehen wir jetzt ja gleich, wenn die Truhe hier hinter weg ist. Ich hoffe es jetzt einfach mal, das wäre sonst ärgerlich.
Ja, die ist geöffnet. Sehr gut. Gehen wir jetzt hier wieder zurück. Nehmen den Kristall mit. Gehen hier direkt nach unten. Muss ich mich mal kurz orientieren. Hier geht's nach oben. So. Wir gehen hier entlang. Kommen wir hier irgendwo hin? Leider nein. Ja, da drüben wäre der Eingang. Aber wie komme ich da rüber? Es gibt hier einen Weg. Lass uns mal hier rüber springen. Mit dem Wirbelsprung sollte ich das doch schaffen. Jetzt haben wir hier zwei. Ja, die sind extrem stark. Das war leider nichts. Die Gegner machen mir das Leben echt richtig schwer. Aber das könnte ein guter Weg sein. Wir könnten versuchen, an denen einfach vorbeizurennen. Wir aktivieren jetzt hier auf jeden Fall mal dieses Totem. Ich lasse mal liegen. Ich brauche mal nicht. Wirbelsprung. Und direkt vorbeigerannt. Hier haben wir auch wieder so ein Monster liegen. Erstmal hier zur Stele. Wo ist der? Dieses Portal. Wo ist der Eingang zum Portal? Da bin ich doch hergekommen, ha? Bin ich da unten hergekommen? Ich glaube schon. Ziemlich sicher. Hier kommen wir auf jeden Fall nur weiter. Wir gehen zur Truhe und gehen dann eine Etage weiter runter. Soll ich hier einfach runterspringen? Oder gibt es hier einen Weg? Hier gibt es sowas ähnliches wie einen Weg. Das Totem nehmen wir mit. Mächtige Gegner. Ja. Ja, man kriegt die Gegner schon down. Aber es ist relativ aufwendig. Was haben wir hier unten? Eine interessante Truhe. Ein übermächtiger Gegner da hinten. Von dem halte ich mich mal fern.
Es ist wirklich schade in dem Spiel, dass die Kollisionsabfrage so schlecht ist. Man bleibt überall hängen. Es ist echt nervig. Wo ist jetzt der Gegner aufgetaucht? Also wir erkunden hier auf jeden Fall gerade komplett neues Gebiet. Und so wie es ausschaut, kommen wir dem Eingang zum Tempel näher. Ein Kristallturmrätsel. Interessant. 10 Züge. Es war nix. Noch mal kurz schauen. Wenn ich das andersrum gestalte, die alle einmal im Kreis mitnehmen. Ist möglich? Ich glaube fast nicht. Nee. Wahrscheinlich ist es total easy. Aber ich komme nicht drauf. Wir machen dich dahin, dich dahin. Du kommst hier hin, du da. Perfekt. Mächtige Gegner. Also die Combo-Attacke zwischen dreimal Schwertangriff und dann zweimal Schild mit Schildwurf, Gold wert. Wirklich. Was fehlt uns noch? Ein interessantes Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Ich muss hier irgendeinen Wappen bauen, auf jeden Fall. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber es stimmt, glaub nicht. Fehlen mir hier noch. Ich glaube, mir fehlen hier noch Kristalltürme. Den hier habe ich noch nicht geholt. Ich weiß nicht, ob es im Paya-Vulkan noch andere gibt. Ja, eigentlich ist nur einer, den ich noch nicht geholt habe. Ja, auf jeden Fall stimmt so nicht. Alle entfernen. Ich könnte mir vorstellen, dass das die falschen sind.
Hier brauche ich die richtigen. Hier fehlt noch eine kleine Verbindung zwischendrin. Dann reisen wir mal. Hier hin und versuchen diesen Turm zu lösen. Mal schauen, ob wir da der richtige kriegen. Jetzt macht das Ganze auch Sinn, wenn er sagt, das sieht unecht aus. Dann ist das vermutlich das Falsche. Also die Richtung passt, wir gehen da lang. Ja, euch lassen wir am Leben. Nehmen wir das Fragment der Stele noch mit. Mal gucken. Komme ich hier hoch? Die andere Richtung. Wildschweinangriff. Mächtiger Gegner. Da hinten ist der Kristallturm. Ah, jetzt habe ich den Schild aktiviert. Ich wollte Ausdauer. Es sieht aber auch nicht richtig aus. Leider. Leider sieht es auch nicht richtig aus. Das war die falsche Herangehensweise. Ne, aber so funktioniert es nicht. Interessant. So geht's. So, wir haben eine weitere. Welche Gebiete haben wir denn noch nicht erkundet? Die sitzen hier mit dem allem aus. Hier war ich ja eigentlich, oder? Es sieht so aus, als wäre das erkundet. Beziehungsweise hier kann ich gar nicht hin. Kommen wir hier hinten.
Erstmal zur Truhe hier hoch. Und hier hinten haben wir noch ein schönes Ritual. Ja, ihr Lieben, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich würde sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Wir versuchen in der nächsten alle Kristalltürme zu finden. Aber davor gehen wir in das Ritual, welches wir da hinten sehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.